Wir begrüßen nun den letzten Redner vor der Mittagspause, Peter Fischer vom Informatikstrategieorgan des Bundes. Guten Mittag. Ich habe die dankbare Arbeit, wie das hier so schön heißt, wo ich jetzt stehe zwischen Ihnen und dem, was ich beim Hereinkommen gesehen habe. Das ist also mindestens so anmächerlich, wie was Sie jetzt noch hören. Ich möchte zum Open Government Data etwas einbringen, den Bezug herstellen zu E-Government und einige Ziele, Beispiele, Fragen und eben den Bezug zum E-Government Schweiz herstellen. Ganz einfach zu den Zielen. Ich sehe ungefähr 4 Ziele, die man erreichen können will mittels Open Government Data. Einerseits die Förderung der Transparenz der Politik, des politischen Wirkens. Die Förderung der Mitwirkung in politischen Prozessen, denn gut informiert, transparent informiert, erlaubt erst richtige, wirksame Mitwirkung. Förderung der Mitwirkung auch in Verwaltungsprozessen. Und wir haben lange Traditionen von recht mitwirkungsfähigen Verwaltungsprozessen mit Sachplänen, mit Baubewilligungsverfahren etc. Und als 4. Punkt, und den zu verfolgen, finde ich besonders spannend zusätzlich, inwiefern können wir mittels Open Government Data auch einen Impuls geben für die Innovation, für die Zusammenarbeit und Wertschöpfung zwischen Verwaltung und Wirtschaft, die Wertschöpfung in der Wirtschaft und neue Geschäftsmodelle. Ich denke, basierend auf ungefähr diesen 4 Zielen, haben wir eigentlich heute schon die ein oder anderen Beispiele, wo Open Government Data praktiziert wird. Eigentlich schon lange, und sie wurden heute, glaube ich, auch heute Vormittag in der Veranstaltung vorgestellt. Schon lange ist im Bereich der Meteodaten, gibt es den Austausch von Rohdaten oder schon bereits bearbeiteten Daten, die in der staatlichen Meteorologie erarbeitet werden, aber auch weiteren Kreisen zur Verfügung gestellt werden. Dasselbe bei der Statistik, Geoinformation im Bereich der Rechtsinformationen und zum Beispiel auch bei den staatlichen Organisationen, wenn es um Budget, Rechnung und so weiter geht. Ob die immer in einem Format zur Verfügung gestellt werden, dass sie sehr gut weiterverarbeitbar sind, sei mal dahingestellt, das ist dann eine der Fragen, die es ohne Zweifel zu vertiefen gilt. Neuere Beispiele sehe ich im Bereich der Umwelt, Umweltdaten, es werden sehr viele Umweltdaten erhoben, mit denen kann man verschiedene Dinge, denke ich, anfangen, nicht bloß innerhalb der staatlichen Verwaltung. Verkehrsströme, Fahrzeugdaten, Unfalldaten, im Umfeld der Energieproduktion, aber vor allem Verteilung, werden künftig noch viel mehr Daten anfallen, wenn wir in die Richtung von Smart Grid gehen, in der Energie. Smart Energy. Und das sind dann auch immer mehr Beispiele, wo Daten anfallen, nicht unbedingt im Rahmen des Kerngeschäfts der entsprechenden Verwaltungsstelle, sondern wo die zuständige Verwaltungsstelle Daten erheben muss, damit sie ihre Tätigkeit sonst wahrnehmen kann. In der Meteorologie sind die Meteodaten das Kerngeschäft, denke ich, und die Verarbeitung dieser Daten. In anderen Bereichen, Verkehr zum Beispiel, sind nicht die Daten das Kerngeschäft. Aber die Daten sind immer mehr Voraussetzung, dass das Kerngeschäft, Verkehr abwickeln zu können, effizient gelöst werden kann. Und ich denke, derartige Beispiele wird es künftig immer mehr geben. Die Fragen, die im Umfeld des Zugangs zu diesen Daten unter anderem gestellt werden, zum Teil im Manifest dann schon bereits beantwortet, von heute, das ist ja dann ein Erfolg der Veranstaltung.
ist eine erste zum Beispiel, wie gestaltet sich der Zugang zu diesen Daten in technischer Hinsicht aus? In welcher Form, in welchen Strukturen werden die Daten, die Informationen zur Verfügung gestellt? Werden offene Schnittstellen, proprietäre Schnittstellen etc. verwendet? Eine zweite Frage, die, habe ich den Eindruck, wird dann noch etwas mehr zu Diskussionen Anlass geben, diejenige des Entschädigungsmodells. Soll das gratis sein, weil es ja bereits finanziert wurde durch Steuergelder? Oder andersrum, soll es entschädigt werden, weil es ja Basis für wirtschaftliches Tätigwerden ist? Und wenn man solche Basis schafft, dann hat das normalerweise einen Wert. Oder man könnte vielleicht sogar extrem in die andere Richtung argumentieren und sagen, ja wieso subventioniert man indirekt Wertschöpfung auf diesen Daten, wenn man sie gratis zur Verfügung gestellt, wo doch die eigentlich einen Marktwert hätten. Ich stelle das Spannungsfeld her, nicht mehr. Lasse Sie dann darin diskutieren. Immer wieder stellen sich unter anderem im Umfeld der Entschädigungsfragen Fragen des fairen Wettbewerbs, wenn die staatliche Behörde die Daten erhebt, verarbeitet und daraus natürlich etwas macht, auch am Markt tätig wird mit sogenannten Mehrwertsleistungen, dann gab es eigentlich in der Vergangenheit immer wieder die Verfahren und Streitigkeiten zwischen Akteuren am Markt und diesem staatlichen Akteur, ob jetzt beide mit den gleich langen Spießen arbeiten können. Vielleicht wäre das gratis zur Verfügung stellen von Daten hier ein Lösungsansatz oder ein Teillösungsansatz. Immer wieder Fragen werden wahrscheinlich aufgeworfen bezüglich des Eigentums an diesen Daten. Die sind zwar vom Staat erhoben, aber vielleicht erhebt auch noch jemand Anspruch auf das Eigentum an diesen Daten, die Sie geliefert haben. Und eine gerade im Zusammenhang mit dem Wort Open interessante Fragestellung, darf man dann alles tun mit diesen Daten, was man will? Ich gehe immer noch davon aus, dass es nicht geschützte Personendaten sind, das ist selbstverständlich. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass Versicherungen sehr gerne ihre Prämien ausgestalten würden an Profilen, die sie zusammenstellen können, mittels einer Korrelation, zum Beispiel im Fahrzeugbereich, Automarke, Alter, Unfallstatistik, Nationalität, Wohnort, Fahrtstrecken der Fahrer und entsprechend die Versicherungsprämien ausgestalten. Ist das das, was wir wollen? Spannende Frage. Muss bearbeitet werden? Kann sie nicht so beantworten? Und zum Abschluss noch ein Hinweis, eben dass nicht alle Fragen schon beantwortet sind, aber dass auch im Programm eGovernment Schweiz einige Projekte, einige prioritäre Vorhaben im Umfeld von Open Government Data unterwegs sind. So im Bereich der Geodaten, wie Sie es gehört haben, im Bereich der Umweltdaten, Zugang zum nationalen Umweltdatensystem, Rechtsdaten, Grundstückdaten, also auch da Projekte, die im Gang sind. Und gewisse Projekte oder Vorhaben im Rahmen von eGovernment Schweiz haben auch Beiträge für die Grundlagen für mögliches Open Government Data geliefert im Bereich der Registerharmonisierung, Standardisierung von Objektdaten und so weiter. Und eGovernment Schweiz kann auch Plattform sein, um gewisse gemeinsame Fragestellungen in diesem Umfeld weiter zu bearbeiten und zu vertiefen. Oder es ist es dann das Mittagessen, das Sie jetzt genießen werden. Applaus